Hallo zusammen. Das ist aus, das ist schon mal aus. Okay, also ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Noch irgendein Mikrofon an, aber eigentlich sind die beiden aus. Also, das alljährliche deutschsprachige Blender-Meeting hier. Das geht ja gar nicht. Hallo, hallo, ah, das ist viel besser, wunderbar. Okay, ich gehe mal lieber von der Attackstelle hier weg. Ja, weiß man nie. Also, herzlich willkommen zum deutschsprachigen Blender-Treffen hier auf der Blender-Konferenz. Hat sich ja mehr oder weniger schon so zur Tradition entwickelt, machen wir jetzt seit 4 oder 5 Jahren hier, dass man einfach sagt, wir treffen uns alle deutschsprachigen Leute hier und schauen einfach mal, was so im deutschsprachigen Raum auf dem Programm steht, was wir machen, was wir, wie wir Blender nutzen und so. Und ja, ich möchte auch gar nicht viel Worte verlieren, zumal meine Stimme heute eh nicht die beste ist. Ich werde nur ein paar Worte verlieren zu unserer alljährlichen Blender-Konferenz in Deutschland, dem Blender-Forum, das wir haben. Und dann ist quasi Open Stage und ich weiß auch schon, dass ein paar Leute ein bisschen was vorbereitet haben, um einfach ein bisschen was zeigen zu können, was sie so mit Blender machen. Und dann schauen wir einfach mal. Also, ich studiere im Moment, bin, wie die meisten wahrscheinlich wissen, einer der Blender-Entwickler seit 2009. Und bin jetzt auch seit 3 Jahren Vorsitzender des Blender e.V.s, einem gemeinnützigen Verein, den wir in Deutschland gegründet haben, um eben ja quasi eine Plattform zu haben, um all diese Aktivitäten voranzutreiben. Als einer dieser Aktivitäten ist der alljährliche Blender Day, quasi eine Blender-Konferenz nur eben auf Deutsch. Die letzte Konferenz war im Juli diesen Jahres in Stuttgart im Hackerspace Shack. Und vielleicht öffnet sich das Bild noch, dann können wir einen größeren Blick drauf werfen. Also im Schnitt sind wir immer so circa 40 bis 60 Leute und es ist eine ganz entspannte Atmosphäre. Wir haben immer 2 Tage lang Programm, viele verschiedene Workshops, man kann sich zusammensetzen. Wir hatten dieses Jahr auch wieder einen Wettbewerb, wo man tolle Preise gewinnen konnte, vor allem unter anderem von CG Cookie konnte man sich da Citizen Memberships gewinnen. Will nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es das Ganze jetzt seit 2009 hat sich jetzt ganz gut eingebürgert und macht jedes Jahr sehr viel Spaß. Also wir sind jetzt seit 3 Jahren in Stuttgart. Erst waren wir in der Jugendherberge in Stuttgart-Neckar-Park und sind jetzt dieses Jahr das erste Mal in den Hackerspace, in den Shackspace gegangen, weil es einfach viel lockerer war. Man hat verschiedene Räume, wo man sich auch mal aufteilen kann. Man muss also nicht den ganzen Tag an einem Ort sitzen und den Workshops folgen, sondern man kann auch einfach dann sich mal in kleinen Gruppen zusammensetzen und selber blendern. Ja, jetzt sieht man da vielleicht noch ein bisschen was, genau. Also es war der Hauptkonferenzraum, wir hatten verschiedene Workshops. Ja, Glückssache. Gut, das andere, das wir im Blender e.V. betreiben, ist das deutschsprachige Blender-Forum blendpolis.de. Das Ganze gibt es jetzt schon seit 2003 von Ehrenamtlichen damals ins Leben gerufen. Und wir haben das Ganze dann Ende 2012 oder Anfang 2012 übernommen. Und seitdem läuft es auf einem vom Blender e.V. bereitgestellten Server. Wobei ich mich an dieser Stelle aber trotzdem bei den vielen Spenden bedanken möchte. Wir haben damals einen Spendenaufruf gemacht und haben innerhalb von kürzester Zeit nötige Geld für 3 Jahre Serverbetrieb zusammen gehabt. Also das liegt in ganz trockenen Tüchern. Da möchte ich mich einfach ganz herzlich bei allen aus der Community bedanken, die das ermöglicht haben. Wir sind im Moment knapp 9000 oder haben im Moment knapp 9000 registrierte Benutzer. Es gibt regelmäßige Wettbewerbe. Und ansonsten kann man sich halt über Blender austauschen, man kann seine Projekte vorstellen, seine Spiele, kann Hilfe bekommen und ist echt eine tolle Community. Und ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, der Deutsch spricht, sich einfach mal dort umzugucken, entweder nur lesend oder eben auch, indem er auch mal einen Beitrag schreibt und sich auch ins Forum einbringt.
Zum nächstjährigen Blender Day kann ich noch nicht allzu viel sagen. Wir werden wahrscheinlich wieder im Shackspace in Stuttgart sein. Das wird sich aber noch in den nächsten Wochen genauer herauskristallisieren. Und wer sich den Termin vormerken möchte, das wird wahrscheinlich wieder Ende Juli 2015 sein. Noch nicht, nee. Anmeldung gibt's meistens 3-4 Monate davor. Und wir haben eigentlich ein relativ gleichbleibendes Muster gehabt. Also wir waren jetzt außer 2012 immer Ende Juli dran. Also in der dritten oder vierten, das dritte oder vierte Juli-Wochenende. Und also es kam. Wissen wir noch nicht. Also ja, das ist so eine Problematik. Das stimmt allerdings. Wir haben den Check erstens mal recht günstig bekommen. Das heißt, wir konnten die Tickets sehr günstig weiterverkaufen. Es waren ja, glaube ich, nur 20 Euro Eintrittsgebühr für die 2 Tage. Und das Problem ist, es gibt natürlich andere Räumlichkeiten, in der dann mehr Leute reinpassen. Also wir haben jetzt hier bei circa 50 Leuten gekappt, plus noch ein, also im Endeffekt waren wir so 55 Leute ungefähr. Es ist natürlich nicht optimal. Wir mussten auch einige Leute abweisen, weil wir eben die Kapazitäten nicht mehr haben. Wenn wir jetzt allerdings einen größeren Raum nehmen, dann kommen wir gleich auf teurere Tickets auch. Und wir haben sehr viel, gerade am Blender Day, sehr viele junge Leute da, Schüler und Studenten. Und wenn man da dann 40, 50 Euro Ticket macht, plus Anreise, Hotel und so, ist es für viele dann unter Umständen dann auch schon zu teuer. Daher ist es immer so eine Sache. Entweder man macht eine große Konferenz in größeren Räumlichkeiten, kostet dann natürlich entsprechend mehr, mit dem Risiko, dass weniger Leute kommen. Oder man limitiert es halt und wobei ich sagen muss, die Anmeldung dieses Jahr war 2 Monate offen. Also wenn man bis zum letzten Moment wartet und wenn man gleich, wir haben es auch überall angekündigt, das war auf Blender Nation, auf Twitter, auf Facebook, im Blendpolis Forum, also man hat da genug Zeit, sich auch anzumelden. Und wenn man unbedingt hingehen möchte und das schon weiß, muss man einfach halt schnell reagieren und dann, aber wie gesagt, wäre natürlich schön, wenn wir was Größeres haben, aber es gibt da verschiedene Gesichtspunkte, die man da einfach berücksichtigen muss. Ja, und wie gesagt, ich möchte jetzt auch gar nicht allzu viele Worte dazu verlieren. Weitere Infos gibt es hier auf blenderday.de oder blendpolis.de. Und dann möchte ich einfach weitergeben an euch. Wer möchte denn irgendwas zeigen? Wofür verwendet ihr Blender? Was bedeutet für euch Blender? Ist für euch nur ein Hobby? Nutzt ihr es im Beruf? Welche Arten von Projekten macht ihr? Und Alex hat zum Beispiel was vorbereitet, dann perfekt. So, jetzt aber. Schönen guten Tag euch allen zusammen hier der deutschen Community. Ich wollte einfach mal ein bisschen vorstellen, was ich mit Blender so mittlerweile mache. Es ist halt alles irgendwie mal angefangen, dass ich mich auf mein Studium konzentriert habe und sehr viel 3D gemacht habe. Dann irgendwann so ein 365-Tage-Projekt. Dadurch irgendwann auch ein... Das ist doch scheiße. Ja, Moment. Versteht ja keiner, was ich sage. Läuft nicht mehr automatisch durch. Genau, so ein 365-Tage-Projekt gemacht habe und mich damit in einer Internetagentur beworben habe,
in Köln und die waren irgendwie auch alle ganz glücklich, dass wir da was zusammen machen können. Und ich bin dann letztendlich mit in dem Things-Team gelandet, was sich um das Internet der Dinge kümmern soll in dieser Agentur. Das Internet der Dinge, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht so ein bisschen, so wenn man sagt, so wir machen jetzt alles connected oder wir haben Smart Devices, die einfach das Leben verändern können. Jeder sucht nach dieser Idee, die wieder wie das Internet ist, aber halt physikalisch. Das heißt nicht, man hat diese Idee, wir machen ein Netz und jeder sagt am Anfang, ach Quatsch, man kann nicht jeden Computer vernetzen und auf einmal sind wir alle mit unserem Handy vernetzt, mit unserem Fernseher, was weiß ich was. Wir suchen halt so das nächste Ding, was groß wird. Ich habe damit eigentlich überhaupt nichts zu tun gehabt, habe ich gedacht. Ja, ich habe ein bisschen Elektrotechnik studiert und ich habe ein bisschen Design-Hintergrund mittlerweile, aber genau das war halt das, was gesucht war. Und wir arbeiten relativ häufig mit offenen Plattformen, unter anderem mit dem Arduino-Board und bauen da uns halt auch ein bisschen wie der Andy unsere eigenen Installationen. Ich habe da auch mal einen Prototypen davon mitgebracht, der noch nicht ganz fertig war, aber ganz nett. Es sieht dann zum Teil so aus. Dass wir kleine Maschinen bauen. Und das war jetzt halt der Versuch, ein Interface zu bauen, was nicht über ein Display funktioniert, sondern über ein Fell. Dass man sagt, man hat wie so eine Katze, wenn die aufgeregt ist, dann stellt die das Fell hoch. Oh scheiße, ich habe eine neue Nachricht. Oder Mensch, das sieht aber so entspannt aus. Ich habe heute mal einen guten Tag gehabt und nicht die ganze Zeit Nachrichten gehabt, weil das Fell ist gar nicht so wuschelig, wie es freitagsabends immer ist. Und diese Ideen entwickeln dann halt Leute in unserem Konzeptteam und die haben da halt auch relativ coole Techniken, um dann halt Ideen aus der ganzen Agentur zu sammeln. Und diese Ideen müssen dann aber irgendwann auch umgesetzt werden. Zum Umsetzen hat sich dann die Agentur entschlossen, auch einen eigenen 3D-Drucker anzuschaffen. Das ist ja nicht mehr so das schwierigste Ding. Das Problem war, irgendjemand musste den auch benutzen. Dann haben die gesagt, okay, wir haben aber einen Praktikanten hier oder mittlerweile Studenten, der kann mit 3D umgehen und der kann Blender benutzen. Wir müssen keine Lizenzen kaufen. Guck mal, was für 3D-Drucker es gibt. Wir sind dann nachher beim MakerBot gelandet, der dann mit Blender quasi befüttert wird, was am Anfang auch relativ schwierig war, weil ich hatte keinerlei Ausbildung oder so da drin und habe mir dann alles natürlich wie jedermann durch Tutorials zusammengeklickt. Aber so kommt man auch sehr weit und kann dann nachher auch relativ gute Modelle bauen, die ich euch zeigen werde. Das Ganze ist relativ schwierig so, weil ich weiß nicht, ob jemand von euch professionell Produktdesign macht. Da gibt es halt so Standards wie SolidWorks oder irgendwelche Fusion, was weiß ich was. Das ist halt einfach so, man nimmt irgendwie einen Würfel und möchte, dass die Ecken abgerundet sind und man kann am Ende, wenn man noch fertig ist, man kann immer noch die Ecken abrunden und dann noch eine Kurve reinmachen oder so. Man hat halt immer ein parametrisches Objekt, was man verändern kann. Das ist bei Blender nicht immer ganz so einfach. Ich kriege dann solche Konzeptzeichnungen und manche finden das vielleicht lustig oder nicht, aber ich respektiere das sehr, weil es sind einfach 2 Stunden lange Meetings zum Teil und da kommen dann halt 20 von solchen Konzepten raus. Das heißt, man versucht die Idee zu reduzieren. Wir haben halt in der Mitte was, wo solche Stangen rauskommen und da dran sind LEDs angebracht. Und wir möchten was damit kommunizieren. Wie bauen wir das um? Da kommt dann halt so ein 3D-Modell raus, was dann nicht mehr ganz so parametrisch ist, aber halt am besten immer noch möglichst bearbeitbar sein kann. Das heißt, ich modelliere nicht die Dinger einzeln, sondern ich linke die und verteile die über Dupliverts. Ich habe halt die ganzen Tools im Blender bestmöglich ausgenutzt, um halt ein parametrisches Modell zu bekommen. Und das wird dann halt 100-mal abgesprochen. Ich meine, das ist jetzt die letzte Version. Aber wir gehen natürlich hin, können wir die Stangen dicker machen? Wie sind die Proportionen von den Lampen? Ist das physikalisch sinnvoll? Als Render Engine verwende ich, seitdem ich da bin, Cycles. Am Anfang haben sie noch Cinema 4D auf den Rechnern gehabt. Dann habe ich die Cinema 4D-Files genommen, als FBX exportiert und mit Cycles gerendert. Jetzt mache ich das einfach intern. Ich habe meine Node-Setups für die Materialien, die ich relativ häufig wiederverwende, weil viele Produkte halt diesen Glossy-Look haben sollen und schön mit dem Licht spielen. Das kann man relativ gut wiederverwerten. Und sehr viel mit Studio-Setups wird auch gearbeitet. Am schönsten ist es aber immer, wenn man so das Bild erstmal anguckt und haben wir das jetzt gebaut oder haben wir das gerendert? Die Frage stellt sich nämlich bei euch vielleicht nicht so sehr, weil ich gerade über Blender und Modeling rede. Aber solche Renderings kommen halt super an. Wir haben halt einfach nur das Ding genommen und ein bisschen ein Foto in den Hintergrund, was dann unscharf ist. Das funktioniert. Solche klaren
Sachen einfach nur auf eine Hohlkehle draufgesetzt, ist schwieriger. Setzt man die Sachen aber mit Unschärfe und einem bunten Hintergrundbild auf eine Präsentation, ist der Effekt von diesem gerenderten Modell viel, viel stärker. Und es ist so, dass wir gerade bei solchen Sachen, wenn wir Sachen irgendwie Composites machen, ich track da kein Video, ich mache nicht ein richtiges 360-Grad-Bild von dem Raum, sondern ich nehme mir einfach nur Fotos von dem Raum, mappe die als Reflexion, einfach auch einen Würfel. Ja, das ist genau dazu wollte ich kommen. Also die Frage war, wie funktioniert der Shadow Catcher hier? Und dazu muss ich sagen, ich mag es zu faken und zu tricksen. Ich habe tatsächlich ein relativ einfaches Material als Untergrund gehabt. Das ist einfach nur ein Glossy Shader, ich glaube mit Glossy auf 0.1. Keine Farbe, kein Bump, kein gar nichts. Der bekommt dadurch, dass der Raum ja die Farbe für dieses Bild gibt, ziemlich genau diese Farbe. Das wird in Photoshop ein bisschen angepasst. Und danach nur noch hier außen gibt es eine Maske. Hier und hier muss diese Kante sein, die wird auch ausmaskiert. Das ist mein Shadow Catcher. Ich versuche halt die nicht einen Shadow Catcher zu bauen, sondern wirklich ein Objekt, was die Eigenschaften dieses richtigen Bildes hat. Das ist dann nachher ein bisschen Bearbeitungszeit, die Farben anzupassen, aber es scheint ja zu funktionieren. Das heißt, ich habe keinen Compositing Pass, sondern ich render einmal das Bild aus, mit dieser Bank schon drin modelliert und packe das dann später in ein Bild. Ich habe leider die File dazu nicht vom Rechner ziehen können auf der Arbeit, aber ich kann das vielleicht später mal kurz nachbauen und zeigen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Genau, das heißt also in so Szenen reinbauen und nicht viel Aufwand, sondern möglichst schnell möglichst viele Iterationen bauen. Das ist dann halt auch so ein Objekt, meistens relativ geometrische Sachen. Und da war es noch so, da haben sie halt am Anfang gesagt, ja, muss ja professionell arbeiten, nimm doch lieber Cinema 4D. Dann habe ich halt relativ lange an Cinema 4D gesessen, irgendwann gesagt zu meinem Chef, ich kann das nicht. Das funktioniert zwar, aber es sieht nicht gut aus. Hab Blender aufgemacht und diese Form innerhalb von 5 Minuten nachgebaut, wovor ich vorher Tage gebraucht habe und habe halt auch diese Texturen dann nachher irgendwann mal parametrisch gemacht über eine Noise-Textur und nicht nur über so eine JPEG-Textur. Wir wollen die Modelle zum Teil bauen, zum Teil rendern, aber am wichtigsten ist es zu zeigen, was diese Objekte machen. Wenn es um ein Interface geht, wie dieses Fell, ist natürlich wichtig, das Ding in der Hand zu haben und zu drucken. Da sah es am Anfang so aus, das war noch zu meiner Praktikantenzeit und ein schlechtes Handyfoto, da habe ich einen ganzen Tag lang in der Schneidekammer gesessen und das waren, glaube ich, 96 von diesen Vierecken ausgeschnitten und habe die in diese Form geklebt mit Heißkleber und mir die ganzen Hände verbrannt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir das ganze Modell jetzt in Scale in richtiger Größe ausdrucken können und einfach nur zusammenstecken. Das sind also wirklich jetzt diese Fünfecken rausextrudiert und die passen fast passgenau aneinander, sind jeweils mit 12 Klebepunkten verbunden und sind ein fixes Objekt, was halt direkt die richtige Haptikgröße und auch wir möchten so wollten so einen Keramiklook für dieses Objekt haben, den halt auch durch den Lack direkt bekommen. Was mir ein bisschen gefehlt hat beim 3D-Druck-Vortrag gestern, dieser erste, habe ich ja mal gefragt, so, wie ist denn das so die Nachbearbeitung von den 3D-gedruckten Objekten? Die sehen ja alle aus wie aus einem 3D-Drucker, das muss ja nicht immer sein. So sehen halt unsere Objekte aus, wenn wir sie soweit fertig haben, dass sie präsentationsfertig sind. Wir drucken die Objekte, wir arbeiten die mit Primer auf, also einer Art Schleifmaterial, was die Lücken füllt zwischen den Druckschichten. Das wird dann geschliffen, wiederholt und später lackiert mit Acryl und manchmal auch dem anderen Lack. Also Acryl ist super für weiße Sachen und der andere ist besser für schwarze. Ja? Genau, wir nutzen PLA zum Drucken. So ein bisschen sind eine hippe Werbeagentur, um mit einem biofreundlichen Produkt zu arbeiten. Aber auch, weil der Drucker steht halt relativ offen, zwar in einem abgetrennten Werkstattbereich, aber relativ offen zu allen anderen. Und allein die Berichte, die ich gelesen habe, dass ABS beim Drucken relativ geruchsintensiv ist, hat mich dann schon direkt dazu entschieden, dass wir gesagt haben, wir arbeiten jetzt nur mit PLA, da können wir auch besser die Materialien mischen. Genau. Und das sind jetzt leider auch nur so Making-of-Fotos von meinem Handy. Aber das ist dann halt kein Rendering mehr, sondern es war halt der Auftrag, wir möchten diese Stifte sollen das darstellen, wir möchten die wirklich bauen und wir möchten zeigen, dass wir die gebaut haben. Bitte macht ein echtes Product Shooting und rendert das Ganze nicht nur, weil es ist einfach so eine Sache auch der Umsetzbarkeit. Und ich bin halt bei jedem Mal glücklich, dass wir Blender haben, weil halt der ganze Workflow von Modellieren bis nachher das fertige Produkt erstellen halt darin funktionieren kann.
Wobei die Stifte jetzt von einem anderen Praktikanten in SolidWorks gemacht wurden. Ja, kann man machen, aber braucht man nicht unbedingt. Genau, die Designs sind bei uns intern, wir sind halt eine große Agentur, wir haben eigene Produktdesigner tatsächlich, anderthalb Stück würde ich mal sagen. Eine Produktdesignerin, die sich halt komplett mit dem Look auch der Sachen beschäftigt, damit die in einen Rahmen passen. Und sie kommt dann halt mit Zeichnungen und sehr guten, also auch schon mit Copics gerenderten Sachen, also von Hand gezeichneten Sachen an und sagt dann so, wir hätten das Modell jetzt bitte nicht nur aus dieser Ansicht, sondern lass uns das mal drehen, in ein Foto rein compositen. So kommen die Aufträge da quasi ran. CAD, also ich mache die Daten. Und oder halt andere Praktikanten oder Studenten oder so, die halt gerade ein Modell erstellen sollen. Das heißt, nee, die verarbeiten wir gar nicht. Halt nur von dem einen, der halt dieses Modell gemacht hat, aber das war halt sein quasi privates Projekt, aber nicht von uns. Genau. Und jedes Mal bin ich immer wieder glücklich, dass wir das halt in einem Schub durch Blender schieben können und halt nicht irgendwie springen müssen. Genau. Wenn noch jemand was erzählen möchte, the stage is yours. Ja, so. Scheint alles zu funktionieren, klasse. Also ich wollte mich erstmal vorstellen, ich bin der Tristan Salzmann, mein Nickname auf in Blender ist Color Emblem, eventuell habt ihr mich ja irgendwo schon mal gesehen. Ich bin hauptsächlich auf YouTube tätig und mache gerne Videotutorials, meistens auf Deutsch. Manche, teilweise habe ich mich da jetzt auch schon ins Englische hineinbegeben, weil dort einfach das Ganze international sich auch abspielt. Aber wie gesagt, höchstens oder meistens auf Deutsch oder alle Videos, die bei mir auf Englisch sind, kann man auch auf Deutsch finden. Ja, also was ich einmal vorstellen wollte, ist einmal ein paar meiner Artworks und selbstverständlich meine Videos und ein Add-on, was ich geschrieben habe. Als erstes würde ich sagen, wollte ich euch etwas über meinen YouTube-Kanal erzählen. Den habe ich vor, sagen wir mal, circa 2 Jahren angefangen und habe dort meine Erfahrungen mit den YouTube-Nutzern geteilt und unter anderem auch
Tutorials über das Riggen, über verschiedene Let's Blends. Das sind kleine Tutorials, die ein paar nützliche Informationen über Blender parat halten. Und seit kurzem auch, wie gesagt, ein Add-on, was ich erstellt habe, was, wie ich finde, ziemlich nützlich ist und wo ich auch ziemlich viel positives Feedback zurückbekommen habe. Ja, also das ist so der Hauptbestandteil meines YouTube-Kanals. Vielleicht wollt ihr da ja mal vorbeischauen oder ähnliches. Ja, als nächstes habe ich zum Beispiel hier unten habe ich eine Tutorial-Reihe über über ein Let's Blend sozusagen gemacht, wie ich eine Kreatur von Anfang an, vom Grundmodell bis hin zum Unwrapping, Sculpting, Materialien, Riggen, Shape Keys und so weiter, bis hin zum Rendering und Compositing komplett in Cycles erstellt. Das finale Endprodukt könnt ihr normalerweise hier begutachten. Ja. Einen Moment. So. Hier, wie man sehen kann. Und ist sogar ganz gut drauf. Zum Beispiel, seit kürzerer Zeit beschäftige ich mich integrativ natürlich auch mit anderen Programmen, einfach nur um sie in die Pipeline zu bringen. Weil, wie ich finde, ist Blender zwar ein sehr, sehr gutes Programm und natürlich auch sehr nützlich. Aber Blender kann, wie gesagt, alles. Und es gibt allerdings nur ein paar kleine Einzelheiten, die ein wenig verbessert werden könnten. Zum Beispiel die Rigging-Optionen in Blender sind gut. Allerdings nicht so weit fortgeschritten, wie sie einige gerne haben wollen würden. In diesem Fall würde ich dann auch gleich einen guten Übergang zu dem Add-on, was ich gemacht habe, schaffen. Und dieses Add-on beinhaltet so, Muskeln. Und falls ihr jetzt überhaupt nicht wisst, was Muskeln oder ähnliches sind, Muskeln sind einfach eine Erweiterung vom Riggen. Ihr kennt vielleicht, wenn ihr normal einen Charakter riggt, dann gibt ihr ihm Knochen und diese Knochen sind dafür da. Diese Knochen beinhalten sozusagen Informationen über die Bewegung der sogenannten Skin. Die Skin ist das Hauptmesh an sich und diese Knochen können sozusagen verschiedene Vertex Groups von einem Objekt steuern. Aber wie wir alle wissen, besteht unser Körper nicht nur aus Knochen, sondern natürlich auch aus anderen Bestandteilen, die unsere Haut verformen, zum Beispiel Muskeln. Und Muskeln sind in diesem Fall sehr interessant, weil sie wirklich realistische Bewegungen erzeugen können. Das gibt es leider bis jetzt in Blender noch nicht. Und deswegen habe ich, wie gesagt, dieses kleine Add-on hier ins Leben gerufen, weil ich einfach eine günstige und gute Lösung versucht habe zu finden. Das sieht man jetzt hier, wie gesagt, auf Blender Market. Da habe ich das Ganze einmal zur Verfügung gestellt als zusammengefasstes Add-on. Allerdings gibt es das, wie gesagt, die Methode, die dieses Add-on sozusagen vereinfacht, gibt es allerdings auch schon anders. Und falls ihr da etwas mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch auf meinen YouTube-Kanal gehen. Ich kann euch das Video auch mal kurz zeigen. Also nicht ganz, aber was das ist. Wie gesagt, ich habe es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch gemacht. So, was da. Dieses Muskelsystem hier. Und wie gesagt, es arbeitet mit dem Shrinkwrap-Modifier, wenn euch das etwas sagt. Aber dazu wollte ich euch, wie gesagt, erstmal die Demo von dem Add-on hier zeigen. Und euch kurz. Ja, hoffen wir es mal, dass es funktioniert. So, dann, das ist wie gesagt einfach nur eine kleine Demo, wie es funktioniert. Und ihr könnt es euch ja mal ganz kurz angucken. Vielleicht hilft es euch ja weiter und ihr seht ein bisschen, was ich damit meine. Da funktioniert noch der Ton nicht.
Ja, naja, ich wollte da schon irgendwie einen Ton dazu haben. Ach klar, ja, stimmt. Hatte ich doch vorhin. Ah. Nee, noch nicht. Eigentlich einen Ton haben. Ja, dann lass ich es einfach über den Laptop laufen. Mach den Ton hier.
So, also wie gesagt, das war einmal diese kleine Präsentation der Muskeln. Und ja, ich hoffe mal, ihr konntet jetzt ein wenig sehen, wie dieses Muskelsystem hier funktioniert. Ja, genau, also wie gesagt, das gibt es auch noch, also so, dass man die halt nicht sofort, also das Objekt in einen Muskel konvertieren kann, in einer vereinfachten, in einer etwas komplizierteren Form auf meinem Kanal. Und für diejenigen, die es halt einfach und schnell haben wollen, für die ist dieses Addon bestimmt etwas. Also wie ihr sehen könnt, macht das den Rig wesentlich realistischer, weil der auch, ja, wie gesagt, Muskeldeformationen hervorbringen kann. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Feature, was ich bisher immer in Blender ein kleines bisschen vermisst habe, weil sich Blender wirklich hauptsächlich auf das Rendering bezieht. Natürlich kann man das Riggen und so weiter modellieren und so weiter. Nein, nicht falsch verstehen. Nicht natürlich nur auf das Rendering, sondern natürlich auch auf andere Komponenten, aber das Rigging und so weiter wurde, finde ich, für mich ein bisschen immer vernachlässigt. Und deswegen finde ich das hier eine gute Alternative. Also falls ihr noch irgendwelche Fragen hierzu habt, dann... das ist eine gute Frage. Bei der käuflichen Version hat man, wie gesagt, dieses Interface hier. Also man hat an der Seite wirklich ein Interface, an dem man sozusagen verschiedene Optionen einstellen kann. Man kann sozusagen die das Jiggle, wie wir eben gerade gesehen haben, einstellen und so weiter. Also was die käufliche Version beinhaltet, habe ich ja eben gerade in dem Video schon gezeigt. Die nicht käufliche Version, das ist sozusagen eine Datei, die ich erstellt habe, mit genau dem gleichen Muskeln, sodass man seine Muskeln nicht individuell erstellen kann. Man hat einen Muskel, den Muskel kann man sozusagen mit der Append-Version, also Link und Append, ich weiß nicht, kennt ihr euch damit aus? Gut, ich schätze das mal als Ja ein. Und dort importiert man sozusagen einfach den Muskel und kann ihn dann so versetzen und fügt dann den Modifier manuell hinzu und so weiter, und das Addon automatisiert sozusagen alles. Es ist aber dasselbe Prinzip, wie gesagt. Ich bin aber dabei, dieses Addon noch auszuarbeiten und natürlich auch die kostenlose Version, um sozusagen diese Deformation ein bisschen vielfältiger zu gestalten, sodass man sozusagen im Moment nicht nur den Shrinkwrap-Modifier benutzen kann, sondern auch Sticky Bind Options. Das bedeutet, dass man zum Beispiel diese Arm-Schulter-Option machen kann. Im Moment ist das noch ein kleines bisschen in der Beta-Phase. Ja. Ja, genau. Da bin ich im Moment dabei. Ich versuche im Moment sozusagen in diesem Skript, in diesem Skript, was ich hier sozusagen, diesem Addon, was ich erstellt habe, versuche ich eine Möglichkeit zu finden, dass das Ganze dann nicht nur über Modifier läuft, sondern auch über Hooks und Empties und so weiter. Also das wird es für mich halt nicht unbedingt ändern, weil es ja trotzdem relativ lange abläuft. Ich meine, Script ist halt ein Ablaufskript, was diese Abläufe, die ich sonst manuell machen würde, vereinfacht, ja. Genau, das ist auch eine Sache. Ich bin kein Vollblutprogrammierer. Ich bin jetzt nicht jemand wie Thomas oder wie du oder sonst was, der sich wirklich komplett mit dem Programmieren beschäftigt. Aber wie gesagt, die Kenntnisse von Python habe ich in Blender auch, und deswegen fand ich das eine gute Alternative, das zusammenzufassen. Und ja, deswegen vielleicht an Programmierer hier unter euch, wäre ganz cool, wenn es mal sowas gäbe, dass man einen Modifier hat, durch den man wirklich durch Meshes oder Objekte andere Objekte deformieren kann und nicht sowas wie den Mesh Deform Modifier. Der ist zwar okay, aber ich finde jetzt nicht so perfekt, dass er wirklich, dass man ihn so nutzen kann. Ja. Ja gut, gibt es noch irgendwelche Fragen dazu oder sonst was? Nee? Okay, gut. Dann bedanke ich mich. Dankeschön. Ja, und wird jetzt... Ach ja. Also funktioniert das Muscle Tool in Maya? Funktioniert das auch so, dass es
Ja, genau. Das ist Sticky Bind. Das meinte ich, dass das im Moment in der Entwicklung ist. Im Moment ist das, wie gesagt, leider nicht möglich, weil es kein Deform Modifier gibt. Ich versuche das im Moment mit Hooks. Da habe ich eine gute Lösung gefunden. Und dass ich sozusagen an jedes Vertice, an jeden Vertex dem Objekt einen Hook packe und das dann sozusagen per Distance auf die Haut übertragen wird und sozusagen so eine Sticky-Bind-Option funktioniert, ist auch ein guter Ansatz. Und ich versuche das halt auszuarbeiten und es in dieses Add-on zu integrieren, was dann natürlich etwas schwierig ist für die kostenlose Version, da man das da alles manuell machen müsste. Oder ich gucke, ob ich vielleicht dafür auch ein Skript zur kostenlosen Version entwickeln kann, dass man das dann auch for free machen kann. Genau. Und in Maya, wie gesagt, ich beschäftige mich da auch mit, habe da schon die ein oder andere Muskelsimulation gemacht. Und da ist das Ganze, wie gesagt, weitaus fortgeschrittener natürlich und größer, aber das ist ein Ansatz. Ja. Gut. Ja, klar. Das ist Dankeschön, das ist nett. Das ist lieb. Ja, also wenn sonst nichts mehr ist, dann würde ich mich bedanken und dann an den nächsten weitergeben. Ja, hallo zusammen. Ich bin Zacharias von den Agensas Brothers. Kurz zu mir, ich arbeite jetzt so seit 2004 ungefähr mit Blender. Zwischendurch war ich auch mal bei Cinema 4D, aber mittlerweile arbeite ich wieder 5 Jahre ungefähr hauptsächlich mit Blender. Ich habe zusammen mit meinem Bruder eine Film- und 3D-Firma. Wir machen alles Mögliche von 3D-Animation, Produktvisualisierung über Imagefilme, Werbefilme, Kinospots, TV-Spots und so weiter. Und unser großer Traum ist es, eigene Filme zu produzieren. Und wir haben gedacht, bevor wir jetzt noch 10 Jahre warten damit, fangen wir damit einfach mal an. Und unser Projekt heißt Repto 108. Im April diesen Jahres haben wir quasi das Projekt nochmal neu aufgefasst. 2009 hatte ich damit schon mal begonnen. 2011 das Ganze erstmal auf Eis gelegt, weil das für mich alleine zu viel Arbeit war und jetzt haben wir es quasi nochmal komplett neu überarbeitet und neu begonnen. Es läuft so ein bisschen parallel zu unserer hauptberuflichen Arbeit, darum geht das auch so jetzt zurzeit noch recht langsam voran. Und weil ich euch das oder warum ich euch das vorstelle, ihr könnt das Projekt auch unterstützen. Ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, darum will ich gar nicht so viel über das Projekt verlieren. Hauptsächlich werden wir Blender verwenden. Ich kann hier mal kurz hier runter scrollen. Und zwar, wie gesagt, es soll ein 3D-Animationsfilm werden, hauptsächlich mit Blender gemacht. Der Film soll nach einer gewissen Zeit, nach der Fertigstellung, auch kostenlos verfügbar sein, im Internet natürlich. Die Produktion wollen wir möglichst offen gestalten. Das heißt, auf der Webseite kann man jetzt auch schon einige Blogbeiträge und so weiter verfolgen, wie die Produktion so vorangeht. Und wir versuchen natürlich auch mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten in dem Projekt. Das ist auch unser erstes Projekt, wo wir international das Ganze angehen. Wir haben bereits ein paar Leute zusammengekommen, die bereit sind, an dem Projekt zu arbeiten. Einige kostenlos, aber einige wollen dafür natürlich auch gerne ein bisschen Bezahlung haben. Und wir haben da diese Option, dass man Sponsor werden kann. Und leider funktioniert hier das Internet, wie ihr alle wisst, nicht so super optimal.
Und wir haben hier auf dieser Webseite repto108.com ein Sponsorsystem eingerichtet. Da kann man sich quasi verschiedene Sponsorenplätze kaufen und damit das Projekt unterstützen. Und für jeden Sponsorplatz, wenn ich hier mal rübergehe, ich hoffe, man sieht das, dann sind da so kleine Bildchen zu sehen. Und das heißt, ihr bekommt dafür natürlich auch einiges. Das kann man hier oben nochmal ganz genau nachlesen. So, und was machen wir mit dem Geld? Wir bezahlen hauptsächlich natürlich professionelle 3D-Künstler und andere Leute, die an dem Projekt mitarbeiten. Wir haben jetzt schon 1600 Euro über diese Webseite zusammenbekommen. Das ist schon allerhand. Und wir konnten jetzt auch für die Vorproduktionsphase, in der wir uns gerade befinden, schon einen Konzeptzeichner engagieren. Drehbuch und Storyboard und so weiter, das machen wir firmenintern. Das ist auch in Produktion derzeit. Die Story, die basiert auf einer Kurzgeschichte, die meine Schwester geschrieben hat. Die arbeitet auch intensiv mit an diesem Projekt. Und ja, das mal ganz, ganz kurz zusammengefasst. Wenn ihr wollt, geht einfach mal auf die Webseite. Da gibt es alle möglichen Informationen zu dem Projekt, auch ein paar Hintergrundinformationen zur Story. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schaut euch das mal an. Und wenn euch das gefällt, wir wollen natürlich mit diesem Projekt auch Blender unterstützen und Blender bekannter machen. Und ich hoffe mal, dass das auch funktioniert. Genau. Das einmal ganz schnell. Wenn irgendeine Frage noch ist, so parat. Ansonsten schaut einfach mal vorbei. Das würde mich riesig freuen. Repto108.com oder ihr scannt einfach meinen Rücken einmal ab. Das sollte genauso funktionieren. Okay, danke schön. Habt ihr schon mal überlegt, das über irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wo ihr herkommt, aber es gibt zum Beispiel so von NRW und was weiß ich was, solche Filme, das deutsche Wort, Founds. Also wenn du einen Kurzfilm machen willst oder so, eine Story irgendwie da drin hast und sagst, du produzierst die, keine Ahnung, in Baden-Württemberg, was weiß ich was, geht Baden-Württemberg hin und sagt, boah, hier gibt's so wenig Filme, wir sponsern euren Animationsfilm. Habt ihr sowas schon mal überlegt? Ja, tatsächlich haben wir uns schon für Filmförderung beworben. Dieses Jahr, weil wir relativ spät uns da erst erkundigt haben, war die meisten Einsendeschluss war schon vorbei. Das heißt, wir werden jetzt 2015 natürlich uns für einige Filmförderungen noch bewerben. Eine haben wir rausgeschickt und jetzt im November bekommen wir auch Bescheid, ob wir das kriegen. Und das würde dann zumindest die Vorproduktionsphase von diesem Film finanzieren. Das Menü sieht man jetzt hier nicht, weil das so eine kleine Ansicht ist. Aber hier gibt es auch einmal den Status, wenn man darauf klickt, dann sieht man auch, welche Phasen der Film hat und wie teuer diese Phasen ungefähr sind. Also auf der Webseite findet ihr, denke ich mal, alle wichtigen Informationen dazu. Okay, das war's von mir, oder? Eine kurze Sache, ich finde das natürlich super, dass ihr das macht. Also erstmal Lob an euch. Und eine kurze Sache dazu, was ich ja auch vorhin schon zu dir gesagt habe, mit Kickstarter, weil oder ich weiß gar nicht, da gab es noch ein anderes. Ich bin mir, ja, genau. Ja, oder sowas. Also ich finde, da gibt es doch schon ganz gute Sachen und da kriegt man für die verrücktesten Sachen, wie zum Beispiel Glasschuhe oder sonst was, Sponsoren. Ich finde, da sollte man auch etwas an Animationsfilme spenden, weil das ist ja auch nicht ganz unbeliebt auf YouTube. Ja, also wir haben uns jetzt erstmal entschieden, das am Anfang über unsere Repto-Webseite hier zu machen, weil wir einfach noch nicht so viel Material zum Zeigen haben. Wir haben jetzt schon ein paar Konzeptzeichnungen, die könnt ihr euch unter News angucken. Da gibt's schon einiges zu sehen. Wir warten mit Indiegogo und so weiter noch ein bisschen, bis wir mehr Material zum Zeigen haben, damit eben dieses Projekt auch Leute, ich sag mal, über die Blender-Community hinaus anspricht und damit wir einfach auch, wenn wir das dann machen, auch richtig machen und auch die Leute erreichen. Weil wenn wir jetzt rangehen und halt kaum was zum Zeigen haben, dann ist halt das Risiko sehr groß, dass das nichts wird. Und darum warten wir damit einfach noch ein bisschen. Okay. Okay, danke an euch drei, dass ihr was gezeigt habt. Das zeigt auch mal wieder, wie vielfältig, was für vielfältige Sachen es in der deutschsprachigen Community auch gibt. Wir haben noch eine Minute. Ganz kurz möchte ich mich nur noch mal ganz herzlich bedanken bei meinen Kollegen vom Blender-Verein, insbesondere dem Julian Herzog und dem Stefan Witschurek, die auch maßgeblich an der Organisation von Blender Day zum Beispiel beteiligt sind und auch
Forum und die Internetseiten am Laufen halten. Da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ansonsten kann ich, wie gesagt, nur noch mal kurz Werbung machen für den Blender Day und unser Blender Forum. Einfach mal vorbeischauen und dann freue ich mich auf euch. Dankeschön, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Jahr. Applaus